Hallo zusammen, da sind wir wieder. Heute mal die Sunny My Sunshine am Start. Und ich dachte mir mal, oder wir dachten uns mal, schau doch mal, wie viele Busse in Eltenring schaffen wir im ersten Versuch. Sind im letzten Video mit Morgott ganz gut klargekommen. Mit Morgott sind wir praktisch auch eingestiegen. Haben uns in der Hauptstadt Leyndell unsere Wunschwaffe geholt. Die Sternfaust, die liegt ja im Kolosseum einfach so rum, die kostet ja nichts. Ist ja auch relativ leicht zu erreichen. Und die Waffe dann ein bisschen mit gesammelten Rune und Schmiedesteine, die man da ja bisher kriegt dann, aufgewertet, soweit es halt möglich war. Ne? Und dann bei Morgott mit der Aufnahme begonnen. Es gibt da keine bestimmte Reihenfolge. Wir sind eher nach Gefühl vorgegangen. Was trauen wir uns zu? Wenn könnte man allein im ersten Versuch schaffen, also ohne Mimik. Und wir sind ja durch kreuz und quer durch die Zwischenlande gereist. Ich will es mal so sagen, quasi von Godefroy, der jetzt hier im Hintergrund sein Gelabers loslässt, zu Nil in Kelid und danach zum Apostel wieder aufs Aldus-Plateau und so weiter. Ne? Was ich immer noch persönlich bei mir feststellen muss, ist, dass ich bis auf einige Ausnahmen vom Kampf sehr nervös bin. Das wiederum überträgt sich dann auch auf den Char. Ne? Fehler sind da vorprogrammiert. Da bin ich mir auch dessen bewusst, dass es im Spiel ein paar Bosse gibt, die ich wahrscheinlich niemals allein schaffe. Zum Beispiel Malekith oder Malenia. Aber ich wäre schon happy, wenn ich mit dem Mimik das im ersten Versuch schaffe. Auch hier bei Godefroy lief nicht alles so glatt und habe also ziemlich viele Fehler gemacht. Zwar gewonnen, aber das Ganze war ziemlich holprig und hätte auch schief gehen können. Und teilweise sind die Videos auch nachkommentiert, weil ich zu viel geflucht habe, um Sonny und mich zu pushen. Manchmal geht es eben nicht ohne. Aber wenn wer Tipps oder Anregungen hat, einfach in die Kommentarbox ohne Reue schreiben. Das war's jetzt. Ich von meiner Seite oder von unserer Seite. Und ich würde sagen, macht's gut. Bis denne.